couldn't actually see Beethoven, the character, doing a lot of dancing. That seemed to me would be a bizarre thing to do. So I thought if we could have his inner self, his young self, his poetic self, the man that fell in love with everybody, all the women he fell in love with, you could dance those things. And it would give me a chance to have an inner dialogue with himself. Der Beethoven ist in drei Personen aufgeteilt. Und eine der Beethoven-Figuren bin ich. Und man versucht auch Beethoven, wie man es von Bildern kennt, dann auch vom Körperhabitus ein bisschen zu zitieren. Und es ist die Figur Beethoven, so wie wir glauben, dass er gewesen sein könnte. Ich sollte diesmal extra ein Stück komponieren. Und es gibt sogenannte Duellszene, wo Beethoven konkurriert mit anderen Kandidaten. Und damit ich, ich spiele beide praktisch, also ich bin als Beethoven da und auch als Gegenpartner. Und ich habe dafür nämlich extra relativ schwierige Variationen komponiert, ausgedacht, weil ich dachte, der kann nicht als dumme Pianist da auftreten, sondern der muss ja eigentlich bestimmte Niveau auch erreichen. Schauspieler suchen ja immer nach Vorgängen und Geschichten. Und im Ballett läuft das ja mehr über eine körperliche Behauptung, also eine völlig unterschiedliche Herangehensweise, einmal von außen, einmal von innen. Und das zu mischen ist einfach spannend. I use the life of Beethoven, of course, as reference points, and I try to be as authentic as possible, as correct as possible. But for me, an artist is about the art he does, not about his life.